So Leute, da sind wir wieder und wir möchten jetzt endlich Atlantis finden, um dort weiterzumachen, wo wir bisher nicht weitergemacht haben. Und ja, zur Erinnerung, uns wurde die Luft abgeschnitten und wir werden bald sterben, wenn wir nicht Atlantis finden. Ich sollte speichern. Wäre nicht ganz verkehrt. So. Gut, dann gucken wir mal, ob wir Atlantis finden. Nothing. Hier ist schon mal nichts. Toll. Lauf, Indy, lauf! Nothing. Indy, lauf schneller! Jetzt war es bestimmt hier. Egal. Nothing. Oh je. Hier. Ja! Sure Gefunden! feels good to be out of that diving suit. Sehr, sehr gut. Amazing. I must be hundreds of feet below sea level. Der Yet there's enough Standardspruch. air pressure to keep the water out. It's impossible. Except if that were really true, I'd be dead. Ja. Hatten wir schon mal. So, was können wir jetzt hier mittlerweile? Wir müssen die Leiter suchen. Hier ist Holzding. It feels like a ladder. Ja, nimm mit. Und warte, hier die Steine berühren. It feels like a steep, rocky incline. Und dann die Leiter drauf klatschen. The ladder is in place. Hochlaufen. Dann diesen komischen Sarkophag da berühren. It feels like a stone box. Da I drücken can't wir. move it. I can't move it. Ah ne, öffnen. Oh. It's open. So, dann müssen wir diesen Metallstab da It's a metal rod with an betatschen. opening on one end. Und dann machen wir hier die Truhe auf und dann stecken wir das Ding da rein. Sehr gut. Ja, und diesmal, Leute, kehren wir nicht zurück, sondern wir machen weiter. Und nehmen erstmal die Leiter mit. So, jetzt, wie war das hier? Moment, wir müssen, glaube ich, die Steine benutzen. Und dann öffnet sich, glaube ich, das Maul von dem Fieder. Und dann können wir Atlantis betreten. So, üblich. Nee. Moment. That didn't seem to do anything. War das übliche? Bla bla bla. Ah ja, genau. Um Atlantis zu erreichen, wurde ein Weltstein hinzugenommen, wenn die Dunkelheit. Nur die Andersgesinnten kamen herein. Alles klar. Also komplett andersrum, oder was? So, Moment, also. So war es ja. So war es ja richtig rum. Das heißt jetzt. So. So. Na, so. So. Also anders gesehen, es ist jetzt komplett andersrum. Würde ich jetzt nur mal so verstehen. The mouth of the statue opened. Sehr gut. Das hat funktioniert. Tada! Perfekt. Also Leute, wir werden jetzt Atlantis erstmalig betreten. Und wir waren ja im Kartenraum. Und da waren ja diesen lustigen konzentrischen Kreise da mit den kleinen Gebäudechen und so weiter und so fort. Und jetzt werdet ihr sehen, das war eine Karte von Atlantis. Da sind wir. Hier ist die Luftschleuse. Da ist ein Nazi. Und hier ist ein Raum. Den betreten wir erstmal. Wir müssen jetzt erstmal alles erkunden. Also, hier ist schon mal ein Tor und diesen Kram. So, zack und durch. Ah ja, das scheint schon mal eine Abkürzung zu sein. Oder auch nicht. Ah, sehr gut. Kriegen wir schon mal den Raum hier, der uns bringt. Was? Ja, so ein komisches Ding. Ansonsten gab es die, glaube ich, nicht. What a mess. Ja, Atlantis ist schon sehr interessant. Muss man ja sagen.
da stellt sich natürlich die Frage, glaubt ihr an den Mythos Atlantis? Glaubt ihr, da ist irgendetwas dran? Haltet ihr es für wahrscheinlich oder totaler Humbug oder... was weiß ich, eine PR-Erfindung von Plato damals? Kann ja auch sein. Ich meine, Marketing gab es ja auch damals schon. Ah, der Maschinenraum. Hier können wir uns nachher Orichalcum-Perlen schmieden. Aber erst später. Oder? Nee. Doch, Bocken. Ja, später erst. Später, später. Gut, den hätten wir erkundet. Dann... den will ich noch gerne erkunden und den will ich noch gerne erkunden. Dann müssen wir erstmal den Typen hier ausschalten. Hallo. Halt! We don't like people who get in our way. Especially not the likes of you, Herr Jones. Wie kommst du überhaupt schon hier rein? Nach Atlantis. Don't be too sure. Wir müssen, glaube ich, sogar einen Nazi verkloppen, weil der irgendwas dabei hat. Wenn ich mich richtig erinnere. Hände hoch. Den verprügeln wir mal. Oh, das ist stark. Zack. Bumm. Zack. Und bam. Der Wächter. Der heißt Wächter. Hallo, Wächter. Der ist gut, der ist gut. Aber nicht gut genug. Nicht für ein Indie. Bumm. Genau. Die Wurst haben wir gebraucht. Seine olle Wurst hier. Haben wir gerade mal abgeschnitten und eingesteckt. Schön schwabbelig. Hm. Ja, super. Hätte ich ja gar nicht hingemusst. Da ist er schon wieder. Der war aber nicht lange ohnmächtig. Die Wurst. Oh Mann, was ist denn das? Wegen so blöden Räumen. So. Jetzt hier. Ach, da hätte ich auch noch hingemusst. Nein! Aber ist nur eine Abkürzung. Bam, bam, bam. Ah, sehr gut, so eine Skulptur, die brauche ich, glaube ich, später. Die kennen wir ja, die Altfigur. Vom Anfang des Spiels, die auf Island war. Mit dem Herrn Heimdall, oder wie er auch hieß. Björn Heimdall. Der erfroren ist, weil er zu blöd war, sich eine Decke zu kaufen. So, ich geh jetzt dahin, ist mir egal. Verprügeln wir ihn halt wieder. Klammern wir diesmal ein Ei oder so. Hi. Ah, Dr. Jones. You got away before, but not this time. Hey, du musst so Kopfschmerzen haben, Kumpel. Don't you know when to quit? I've floored you before. Ja, ja, komm. I can floor you again. Nochmal ein paar Mal in die Fresse und dann ist Ruhe. Bam. Zack. Und bam. Oh, der wird auch alles besser. Der ist gut. Wow. Das war, mutig. Von mir. Möchte ich mal sagen. So, da wollte ich aber hin. So, ich hoffe, da ist jetzt auch das, was ich suche. Natürlich nicht. Super. Ich speichere jetzt einfach mal. Weil es mir auf den Sack geht. Hier. Ja. Nein, lauf, 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 Indy, lauf, lauf. Soll ich jetzt da lang oder da lang? Ich gehe mal da lang. So, hier ist ein Raum. Den werden wir mal erforschen. Ah, das ist noch so eine lustige Skulptur. Oder was immer es ist. Ein Roboter. Keine Ahnung. Sehr seltsam alles. Gehen wir mal hier durch. Das führt uns wohin? Hierhin. Aha. Und das ist wo?
Wow. Aha. Gut. Hier ist der Lavaraum. Sehr cool. Aber der bringt uns noch nicht so viel. Wir brauchen noch erstens den Becher und zweitens den dummen Schädel, den wir reinsetzen müssen. Aus so einem blöden Affenkopf. Aber gut zu wissen. Dann gehen wir in den Raum hier und da ist noch ein Raum. Okay. Da ist der blöde Affenkopf schon. Yay. Aber wir brauchen immer noch einen Becher. So. Gut, dass der da ist. Dann können wir in den Raum. Da hätten wir auch schon die Hälfte aller Räume erkundet. Und hier ist schon wieder so ein Götter. Ab da rein. So. Ja, oh, das ist ja recht praktisch, würde ich mal sagen. Gut, da waren wir schon. Da waren wir schon, da müssen wir noch hin, da müssen wir noch hin, da müssen wir noch hin und dann müssen wir noch hier außen rumlaufen. Haben wir ja schon fast alles. Oh, noch eine Abkürzung. Ich kann mir eh nicht merken, wo die alle hingehen. Ah, hier ist Sophia. Hier wird sie gefangen gehalten. Hier ist der blöde Wächter, der einfach nur blöd ist. Und den schalten wir jetzt aus, indem wir dieses Ding aktivieren. Ja, genau, stell dich genau in den Weg. Fratz, tot. Gut, erledigt. Ah, ich hasse das hier zurückzugehen. Geh zurück, Indy. Geh doch einfach zurück. Was ist das denn so schwer? Ich hasse es. Schon damals gehasst. Ich habe da damals schon 100 Mal drauf geklickt, um rauszukommen. So, da war ich jetzt, da war ich jetzt, da muss ich hin, da muss ich hin. Oh Gott, es gibt die nächste Begegnung. Oder? Oder? Oder ist Indy schneller? Ja! Wunderbar, Ski. Und. Ha! Ja, da ist der Krug. Tü-tü-tü-tü-tü. Sehr gut, jetzt können wir Lava benutzen. Und jetzt können wir, glaube ich, auch schon die Orichalkum-Perlen machen. Indy? Gehst du rüber? Mal wieder mitnehmen. Kann ja nie wissen. So, warte mal, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal außen rum. Oh ja, geht's noch langsamer. Ach, hier haben wir noch gar nicht. Oh nein. Hier haben wir noch überhaupt nicht. Das heißt, ah, dann passt das ja. Kann man ja oben rumlaufen. Sehr gut. Ja, hier will ich hin. Blöden Brustkorb mitnehmen, weil das ist auch so ein U-Bahn, wie wir damals benutzt haben. So, jetzt können wir wieder zurückgehen. Hier ist, glaube ich, das Gefängnis, wo wir eben den einen Typen überfahren haben. Gell? So. Gucken wir mal, ob ich es in den Raum schaffe. Ich glaube eher nicht. Ich werde erstmal den Kerl hier ausschalten. Hallöchen. You must be Indiana Jones. Looks like your adventure is over. Ba-ba-ba-ba-ba. Don't be too sure. Na los, kämpf doch endlich. Let's see how big a goon you really are. Ist nicht mehr so viel Zeit, Leute. Ba-ba-ba. Hau zu, Indy! Mann! Jawoll. So, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und zwar beende ich den Part an dieser Stelle. Also, bleibt dran. Wir machen weiter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.